Hey zusammen, willkommen zum nächsten Teil. Und wieder mal mit drei Fragen. Wenn noch ihr ein Thema habt, über was man reden kann, dann schreibt es auch in die Kommentare. So. Denn ich habe den Mammut M1 und Schaft M1 im Gepäck. Mal sehen, vielleicht treffe ich ihn ja. Naja, gut, dann eben nicht. Aber den treffe ich auf jeden Fall. Bam, bam, bam. Und die erste Frage, warum wird Feuerbrande schwarz? So. Egal ob Farbe. Egal welche Farbe, Holz, Plastik, Papier, bla bla bla. Alles wird beim Verbrennen schwarz. Aber warum? Nun, die Stoffe enthalten Kohlenstoff. Nur ist der normalerweise in irgendwelchen anderen Stoffen gebunden. Erst beim Verbrennen wird er freigesetzt und sorgt dann für die kohlrabenschwarze Farbe. Wobei man natürlich sagen muss, ja, schwarz ist keine Farbe. Fein aufgepasst. So, Mann, Mann, Mann. Na dann, wir sind jetzt so beim Thema Schwarz. Okay, jetzt bloß nichts Falsches verstehen, ja. Ich sagte zwar, dass wir beim Thema Schwarz sind, aber wir wollen jetzt über keine Menschen sprechen, die einen anderen Farbton haben. Ja, okay. Es geht nämlich um Weiße jetzt. Warum ist Milch weiß? Die wichtigen Milchbestandteile, in Klammern Proteine, und ich habe gerade auf meinen Bildschirm gespuckt. Ey, was soll denn der Scheiß? Wir sind in einem Team, du Dreckslappen. Alter. Wer war das, Mann? Luca Paar 777, ja, Dreckstunte. Komm bloß her, Mann. Ich reiß dir die Eier raus. Was ist denn das für ein Pussy, Mann? Hurensohn. Ist so. Ganz einfach. Alter. Naja. Es sind in der Milch als kleine Kügelchen von 0,1 bis 15 Mikrometern verteilt. Diese Kügelchen zerstreuen das Licht in alle Richtungen, sodass sich die einzelnen Farbanteile zu weißem Licht addieren. Interessant. Heißt natürlich irgendwie dann, wenn das jetzt nicht so wäre, welche Farbe hätte dann Milch? Schwer zu sagen. Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, nur durch diese Kügelchen, ja, ist es halt so. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, was haben wir noch? Ah, schon wieder so viel Text. Ja. Hallo. Fuck. Nein, hätte ich mal noch ein bisschen länger durchgezogen, hätte ich eventuell den Kill bekommen. Aber okay. Ich weiß nicht, mein Lasso läuft schon wieder und das irgendwie nur bei der Aufnahme. Ich sollte mir mal eine Pause gönnen. Ja, ich glaube, ich nehme den da mit Freeze. Ja. Der scheint mir böse zu sein. Und böse Leute muss man töten. So. Also wenn mein Team jetzt so kein Arsch ist, dann... Ach nee, ich wurde von einem anderen getötet. Ich wollte schon sagen. Ich hätte mich ja sonst aufgeregt. Aber richtig aufgeregt. So, von da... Wow! Mann, was zur Hölle ist mit dem Dreckslappen nicht in Ordnung? Verdammtes Hurenkind! Ah, das werde ich mal nicht zensieren, weil so ein Dreckslappen, den sollte man einfach nur umbringen. Töten! Seine ganze Familie! Mann! Oh. Fotze, Alter! Mir doch hier.
Alter, das Team verreckt. Oh Mann, Alter. Wo ist dieses Arschgesicht da? Ansonsten ist einfach nur Kacke. Ich sag euch, das 12 hat vielleicht im Internet die dicksten Eier, die bis zum Boden hängen. Ah. Aber in Real Life, ich weiß nicht, eine Transe oder so. Also es ist einfach nur scheiße. Wer ballert mich denn jetzt schon wieder ab? Ah, komm her, du dreckiger Bastard. Gut, dann zieh ich halt schaffvoll durch. Mann, Alter, ja, ist der noch... Komm her, Mann. Dreckiger Bastard. Mein ganzes Team besteht nur aus Vollpfosten. Ja, komm. Alter! Schon wieder der! Mann, kann man den jetzt hier slash vote? Das muss jetzt einfach mal sein. Luca... Punkt. Punkt. Sowas darf man einfach nicht leben lassen. Ich würde mal sagen, Demokratie, die Mehrheit entscheidet. Wer ist dafür, dass er stirbt? Ganz einfach. Weiß nicht, ich scheiß jetzt mal, oh, da haben wir noch so einen Kandidaten. Dessen Mutter vielleicht ihr Kind mit Kacke vertauscht hat? Ich weiß es nicht. Ja. Stirbt. Bastard. Ah, da haben wir ja unseren Staatsfeind Nummer 1. Na! Glück gehabt, du kleines Mistvieh. Wo ist er? Ganz ehrlich, der hat das... Ich weiß auch nicht, warum man so eine Scheiße überhaupt einstellt. Mit Friendly Fire. Das ist der größte Dreck. Ja, komm, geht auf ihn. Ich weiß, dass es Leute gibt, die behindert sind. So, es ist einfach nur scheiße. Das finde ich dreckig. Behindert. Blöd. Ah, Mann, dann verpiss dich doch, du Opfer. Was kann ich denn dafür, wenn er keine Freunde hat? Es ist... Ja, komm, leck mich doch, ey! Nervt mich hier richtig. So ein Opfer, ey. Ja. Da ist er, ja. Soll er einfach nur sterben?
Vernichtet 0, angeschlagen 18. Ja, das ist ein geiles Verhältnis. So schlecht bin ich mal ich. Mann, 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 ey. Und die dritte und letzte Frage. Wirklich, das regt mich auf. Warum dürfen Hunde keine Schokolade fressen? Na, ich wünschte, dass er ein Hund wäre, dann hätte ich ihm gleich 10 Kilo Schokolade gegeben, aber wohl. Selbst wenn er ein Mensch wäre, wäre danach verreckt. Genauso wie seine Mutter. Ach ja, ich bin wieder nett. Von wo bitte? Alter. Hunde, als auch Katzen, dürfen auf keinen Fall Schokolade fressen. Denn die Schokolade enthält... Ja, jetzt kommt's. Theobromin. Ja. Nur die Obergeilen wissen, was das ist. Und Koffein. Bereits 3 Tassen Vollmilchschokolade können einen 10 bis 15 Kilo leichten Hund umbringen. Die Stoffe Koffein und Theobromin können nämlich vom Hund nicht abgebaut werden und führen zu schweren Herzproblemen bis hin zum Tod. Ah, das muss man sich mal vorstellen. Also, wenn der Köter in der Nachbarschaft einfach mal die ganze Nacht durchbellt, dann geht doch mal in den nächsten Laden, holt ein bisschen Schokolade und lasst das Teil verrecken. Also wie mein Team. Das gehört auch auf den Schrottplatz. So kann man natürlich dann auch Kills bekommen, ne? Wenn... Ja, ich mit mir, Mann. Tja, ich heil mich, du Bitch. Und du bist tot. Aber wirklich. Geiles Team. Best Team EU! Ach Gott, ey. Naja. Es sind eh nur noch ungefähr 2 Minuten Aufnahme. Danach breche ich das an der Stelle ab, weil ich das einfach noch 15 Minuten länger nicht durchhalten könnte mit so einem Drecksteam. Oh, die Kinder da draußen, die schreien auch wieder rum, ey. Tun so, als ob wir Ferien hätten, ne? Okay, gut, wir haben Ferien, aber dann noch. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, komm, Alter. Dreckiges Lappenteam. Da ist er wieder. Oh, er ist auf Schaft umgestiegen, ja. Das bringt ihn auch nicht wirklich viel. Ich zieh gerade richtig durch und dann gleich kriegt er was aufs Maul. Das, was er verdient. Ja, und der dahinter auch, Mann. Das sind alles so eine Dreckslappen. Ich meine mal schon die Einstellung. Friendly Fire. Der Typ, der das eingestellt hat, der gehört verbrannt. Ganz einfach. Er hat nicht mal das Recht auf einen fairen Prozess. Einfach Kopf ab. Oh, genauso wie der jetzt. Ah. Tja. Ja, tut mir leid, sowas kann ich einfach nicht vergessen. Ah, da ist er wieder. Ja, Kumpel. Und tschüss. Ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Genießt das Wetter, wenn es bei euch gut ist. Hier ist es, naja, es geht. Sagen wir es mal so. So, noch irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Also, Wetter genießen, Ferien genießen. Wenn ihr keine Ferien habt, ja, dann werdet ihr noch Ferien bekommen. So ist es, ne? Ferien kommen und gehen. Aber ein Team bleibt. So, also, haut in die Tasten, schreibt doch was in die Kommentare. Ich möchte was lesen. Und dann wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Und voll... Ich weiß nicht, ich glaube, ich suche ihn jetzt hier. Wenn er
Wenn er hier irgendwo ist, dann wird er gleich verrecken. Ich guck mal. Wo ist er denn? Ist er überhaupt noch im Team? Ah, da ist er! Da ist er ja! Jawohl, der wurde schon angeschlagen. Jetzt kriegt er das. Und haut darin!